das wäre jetzt 10 von 10 gewesen. Ich dachte, komm, lass mal erkunden. Da ist da unten drunter eine Mine, die aber da schon meine Handschrift getragen hat. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir die durchhaben. Ich hoffe es einfach. Also ich meine, wir werden die jetzt nicht mehr finden, weil wir das jetzt hier gleich eh wieder zubauen werden. Aber das hinterfrage ich erst gar nicht dann. Niemals nicht mehr. Na gut, die Kohle, die wir jetzt hier halt zusätzlich mitnehmen, die können wir dann gleich mit in die Schmelzöfen reinhauen und in die normalen Öfen. Eisen ist auch gut, klar. Das ist halt nur die Frage, inwieweit geht das hier noch nach unten oder nach drüben oder überhaupt. Gut. Das ist mir am liebsten sowas. Jetzt nicht noch eine Höhlentour. Dafür reicht uns die Zeit nicht. Dass die Kohle halt auch immer so eskalieren muss. Weißt du, ich hole mir das mal schnell und dann brauchst du auch wieder fast eine Folge für so einen kleinen Höhlenstrang hier. Dann können wir das dann wenigstens mal zumachen. Sehr gut, weißt du. Da brauchen wir uns darüber in späteren Folgen keine Gedanken machen oder beziehungsweise, dass ich da in 100 Folgen immer noch drüber spreche. Ach, da wollten wir ja auch mal reingehen. Hm? Das Einzige, was ich da noch sagen werde, ist dieser Baum, der da über den Gleisen prangt. Zwischen Alpha-Höhle und hier hinten. Den wir ja auch immer und immer wieder wegreißen wollten, aber nie gemacht haben. Hm. Also wenn da unten jetzt eine Mine gekommen wäre, ganz ehrlich, dann hätten wir zumindest das auf die To-Do-List geschrieben. Und mit Sicherheit auch nochmal irgendwann gelootet. Aber ist nichts mehr für heute. So, also können wir das jetzt eigentlich auch hier zumachen? Ganz professionell ist das abgeschlossen. Da geht uns... Alter, gerade so. Ich würde sagen, da geht uns der Cobblestone aus, aber... nee, tut er nicht. Obwohl ja weiter hinten war ja, glaube ich, noch was hier, nämlich, das hatte ich mir aber offen gelassen so ein bisschen, weil ich gedacht habe, da ging es ja raus und, na, aber hier hinten auch noch so ein bisschen ein paar Richtungen, aber nichts Weltbewegendes mehr. Könnte ich eigentlich auch zumachen, weil was wollen wir denn hier? Steigen wir eh nie aus unterwegs. Steigen wir eh nie aus. So, das ist auch zu. Kam noch mehr. Ich muss jetzt mal so machen, auch wenn es ein bisschen Zeit kostet, aber so haben wir das wenigstens mal irgendwann fertig hier, den Spaß. Auch mal Kohle gelootet hier, aber nie zugemacht. Machen wir das jetzt. Vorne haben wir schon weitestgehend zugemacht. Durch. Ja, weißt du was? Wir haben zwar keine Axt dabei, aber das geht ja auch so. Wenn es auch ein bisschen länger dauert, da ist das wenigstens erledigt. Sonst werde ich das niemals machen. Wenn ich einmal hier jetzt zu Fuß unterwegs bin, dann mache ich den Baum jetzt weg. Können wir wenigstens gleich noch ein bisschen Holz mitgönnen hier.
Klar dauert es jetzt ein Stück länger, aber wie gesagt, notfalls. Ich mache immer in Viererabschnitten die Folgen, damit ich das besser aufteilen kann hier mit den Tagen, wann ich es hochlade und so. Und theoretisch wäre das jetzt nur noch die und dann die nächste. Da wir das vielleicht nicht schaffen werden, werden wir dann vielleicht noch eine Vierer-Session hinten dran basteln. Da wäre es dann so circa 21 Uhr, das passt noch. Da kann ich dann ruhig gleich schlafen gehen. Gegessen habe ich heute schon. Brauche ich dann nichts mehr. Duschen kann ich auch morgen früh. So. Halt gucken jetzt, wie groß der auch ist, ne? Tja, auf der To-Do-List stand eben auch noch demnächst, eigentlich brauchen wir da sogar ein bisschen was von diesem Tiefenschiefer, dass wir das mal irgendwann zu Tiefenschiefer-Ziegel machen und uns eventuell auf unserem Andachtsberg mal noch einen Aussichtsturm machen, von wo aus wir dann eben so beispielsweise Jahresabschlussrede demnächst aufnehmen könnten. Das war auch mal noch so eine Idee, dass wir noch einen zweiten Aussichtsturm bauen. So, wie weit geht denn das jetzt mit dem Baum hier bitte schön noch? Ey, der ist ja riesig. Na ja, muss weg. Der muss weg. Und wenn ich jetzt einmal hier bin, dann mache ich das auch. Da ziehe ich einfach durch, da bin ich Macher. Kriegen wir sogar noch ein paar Äpfel for free hier, die wir nicht mehr mitnehmen können. Ich riskiere das jetzt einfach mal hier rumzukrabbeln. Da ist der wenigstens mal weg. Wie viele Folgen sonst fahren wir hier noch vorbei und sagen, ach, den Baum wollten wir ja auch mal wegmachen. Nix da. Jetzt kommt er weg. Jetzt oder nie. Miss Sophie. Was haben wir denn jetzt, was wir nicht brauchen, notfalls hier, damit wir die Äpfel noch mitnehmen können? Oh, nix. Wir können ja nicht mal die Setzlinge mitnehmen, ehrlicherweise. Ah, naja. Ist schon ein mega Ding, ne? Ich sag ja, ich mag die nicht. Mit der Axt brauchen wir da schon lange dafür, auch dieses Rumgestapel dann hier oben. Aber mit der bloßen Faust dauert das ja alles noch länger. Aber da ist er wenigstens jetzt verschwunden und wir müssen uns da nie wieder Gedanken drüber machen. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht irgendwo da oben noch Holz übersehen habe. Weil manchmal wuchern die ja so sehr aus. Da hinten ist noch. Da ist noch. So, ich glaube, das war's. Könnte es gewesen sein. Weißt du was, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr an den Berg gehen, brauchen wir die Erde dann nicht mitnehmen. Da können wir wenigstens die Setzlinge vielleicht noch hier verarbeiten und die Äpfel noch mitnehmen. Könnte ich jetzt sagen, die 24 mal Erde, die haue ich noch hier irgendwo mit dran. Passt zwar jetzt nicht so konstruktiv hier rein. Ja. Kommt der Perfektionist hier wieder durch, weißt du? Ach, was soll's. Jetzt, hör mal auf jetzt hier, ey. Was machst du denn? Scheiß drauf. So. Da haben wir jetzt Platz für die Setzlinge. Können die erstmal mitnehmen. Können die dann folglich hier noch so ein bisschen überall verteilen. Weil hier hinten juckt es mich nicht, was das für Bäume werden. Wächst eben hier noch ein bisschen Wald in Zukunft. Ringsherum.
Fiedebumm. Mehr oder weniger. Sind halt auch nicht wenig Setzlinge, ne? Was soll es hier? Komm. So. Apfel. Wenigstens ein Apfel. Warte mal, hier ist noch ein Setzling. Wird da hier nicht wachsen. So, hier noch ein paar Stöcke und der Rest, der kann von mir aus hinfallen, wo der Pfeffer wächst. Als ob der Apfel jetzt so wichtig wäre, aber naja. So, den Rest können wir fahren. Hier dazwischen war ja jetzt eigentlich nichts mehr, hoffe ich. Wenn, dann springe ich nochmal ab. Ja, genau. Ja. Genau, hier ging es nach draußen. Das brauchen wir nicht zubauen. Oh, da passt das. Da passt das ja. Hier noch was? Nö, haben wir auch noch nicht zugebaut. Deswegen ist das noch hier. Holen wir uns bloß noch ein bisschen was raus hier, falls es mehr wird. Achso. So. Noch mehr. Ich glaube, irgendwo war ja dann auch noch so eine Art Höhle hier. Hier so nach oben. Ach, weißt du was? Kann uns da egal sein. So. Na ja, gut, toll. Eieiei. Was ist denn da unten noch am Start? Oha. Aha. Ist ja ein Ding. Okay. Scheint irgendeine alte Höhle zu sein oder sowas. Tja, gut. Wie gesagt, unumgänglich, dass wir dann doch noch eine Session dran zimmern hier. Eine Vierer. Na, wirklich Schluss. Muss ich mal wieder an mich denken und dann schlafen gehen vor allen Dingen. Ja gut. Ist ja auch wieder ein bisschen mehr hier zuzumachen dann. Das müssten wir ja theoretisch hier so ansetzen. So, erstmal. So, hier. Achso. Ja, hier raus müsste ich aber auch noch. Und bestenfalls. Ah, ich muss es so machen, weil sonst schiebe ich die Lore wieder in die andere Richtung. Was ich ja nicht möchte. So. Stopfen wir mal alle Löcher zu her, die wir uns hier noch hinterlassen haben, weil wir irgendwelche Kohle rausgerissen haben oder sonstiges. Ja gut, hier, das müssen wir wirklich noch lassen. Das kann ich jetzt noch nicht machen. Ach scheiße. Fahren wir zurück, egal jetzt. Können wir auch dann machen irgendwann, weil so viel ist es ja nicht mehr, ist ja nur noch da hinten jetzt. Dann fahren wir hier schon durch den Pass durch und dann sind wir ja schon da. In der Alpha-Höhle. Aussteigen. Umsteigen. Heim. Ab nach Hause. Endlich. Endlich. Wir erleben es noch. Huhu. Wupp, wupp, wupp. Schöner Tag, schalalalala. Super da. Hühner, was haltet ihr eigentlich so tendenziell davon, euch jetzt hier wieder zu verpissen? Nicht viel, ich weiß. Aber vielleicht habe ich auch Bock auf Broiler und so, ne? Kann ich gar nicht mitnehmen. Ach, Federn, wer braucht Federn? Hauptsache das Fleisch. Back! Back! Ja, ich habe euch aus Versehen damals als Eier hier rüber geschmissen. Heißt aber nicht, dass ihr jetzt hier leben müsst. Habe ich keinen Bock drauf. Hoppala. So, waren das schon alle oder wie? Platsch. Wenn, dann
Nee, selbst die in den Bäumen, die sind inzwischen weggeflattert. Ja, ich glaube schon. Scheiß auf die Federn jetzt. Vielleicht bleiben die auch hier liegen und ich kann sie mir irgendwann andermal holen. Folge ist vorbei, wollte ich bloß sagen. Ciao.